Hallo Freunde des Landwirtschaftssimulators, willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer Let's Play auf der im Waldkater Map. Mit dabei ist der Steffen. Hallo. Ja, der Christian hat es leider nicht geschafft. Wir sind heute nur zu zweit. Dem Christian ist zeitlich was dazwischen gekommen. Mit dem werde ich vielleicht später noch ein Part aufnehmen. Ja, wir sind hier immer noch auf dem Feld mit dem Kartoffelroden, das aber auch gleich fertig ist. Das haben wir offscreen weiter bearbeitet, damit es keine drei Parts gibt, nur Kartoffelroden. Der Steffen ist immer noch oben am Stroh jetzt, so viel wie ich weiß, Stroh sammle. Ja. Ja, dann nur, wenn man wahrscheinlich hingehe und Sämaschine kaufe. Drescher haben wir verkauft, der New Holland. Weil wir uns gesagt haben, wir leihen uns jetzt halt dann den Fendt aus, solange bis wir Geld haben für eine zu kaufen. Weil der doch ein paar Meter mehr macht wie der New Holland. Ja, und dafür kaufen wir uns halt dann eine Sämaschine. Gucken, wie es läuft. Wie lange wir brauchen, bis wir uns den Fendt kaufen können. Müssen da gleich mal gucken, ob wir bei der Kartoffelwaschung nach, wie weit die ist, ob wir da was wegfahren müssen, dass sie weiterlaufen kann, ob man was auffüllen kann noch. Aber erst machen wir jetzt so das Feld fertig. Letzter Streifer. Dann haben wir das Feld gepackt. Dann können wir gleich mal um Lara gucken. Es sind schon einige Kartoffeln drin. Hat ein bisschen was gap auf dem Feld. Bin jetzt am überlegen, ob wir hier gehen und vielleicht auf dem Feld, wo wir jetzt die Kartoffeln haben, auch Zuckerrübe drauf klatsche. Müsste eigentlich dann ungefähr wieder am selber rauskommen, oder? Von der Menge her. Ja, ich denke schon. Der rote Arsch ist dreckig, dann können wir den noch gleich abgeben. Schön dreckig zurückfahren. Mal die Gerätschaft aus. Tun jetzt gerade noch die restliche 11.000 Liter Überlade und dann geben wir den ab. So. Genau, auch der GPS-Mod ausmachen. So. Und dann geben wir den gerade ab. Falscher Knopf. So. Decktron, Fahrzeug zurückgeben. 100 Euro. Geben wir das Ding zurück. So. Fahren die Kartoffel gerade noch ab. Mal wieder putze den Deutz. Sieht aus wie Sau.
Wie lange ist die Karte jetzt haussterben? 3 Wochen? Was? 3, 4 Wochen? Wie lange ist die jetzt haus, so die V3? Ja. Ja, so rum, ne? Gut. Eine gute 2 Wochen, ja. Ja. Ich meine, ist jetzt hier zeitlang drauf gespielt, war wahrscheinlich auch von mehrere Leute. Ich weiß nicht, wer die alles von meiner Abonnenten oder Zuschauer die Map zockt. Wenn irgendjemand vielleicht ein paar Verbesserungsvorschläge oder irgendwelche Wünsche noch hätte, wenn großartig Wünsche, wird es auf der Map nicht groß gäbe, kann das vielleicht in die Kommentare reinschreiben, da ich schon gleich ein bisschen in Kontakt mit dem Modder von der Map bin. Das könnte ich mir dann weitergeben, beziehungsweise dann vorschlagen, was euer Wünsche sind oder was euer Vorschläge sind. Kann ja unten in die Kommentare was reinschreiben. So. Wie sieht's aus, Seedmaster? Der ist voll, das ist gut. Gehen wir mal ganz kurz gucken beim Steffen da oben an der Schweinemast. Jetzt haben wir gleich da oben. Oh. War das gehuscht oder war das genießt? Das war genießt. Gesundheit. Gesundheit. Kein Thema. Ist mir auch schon passiert. War immer krank. Ne, ne. Ich meine, jetzt bei dem Wetter ist das hier kein Wunder. Noch in Güte, Mann. Also, die Kartoffeln sind gewaschen. Ja, irgendwas stimmt mit meinem Auto, kommt rein, du nicht. Warum? Haben denn nicht mehr Larvenlose, der findet kein Ja, das war bei mir und beim Christian auch schon gewiss. Was das ist, keine Ahnung. Aber jetzt, wo die Kartoffeln gewäscht sind, würde ich sagen, gehen wir hier und füllen die gewaschene Kartoffel. Ach, das ist noch die Strohballoma. Von der Hänger holen müssen. Hätte ich gesagt, fahre ich gerade nuff und du die gewaschene Kartoffel gerade umkippe, ha? Dass wir da mal ein Produktionsding weiter sind mit der Futter. Ja. Bring ich mal mit, machen wir ein paar Gequälte. Jo. Bisschen Quark dazu. Schnell zum Händler. Wo man gerade Schaufel und vielleicht so kleiner Kipper. Wo man ob er dann an der Mischanlage bei der Schweinemast überlassen für die Kartoffel als rumzufahren. Frontlader, wo man die Schaufel. Mal sollte die Schaufel funktionieren. Sieh mal gleich. Na. Dann nochmal. Kannst du denn von der Komposterlauf nehmen, den hängen? So, da steht ja auch nur darum. Naja, der Ente, der ist hier unter dem Hof, wo wir mit dem Seedmaster und alles rumfahren. Und so hätte ich gesagt, dass mir einfach einer oben stehe. Und dann kann man immer rumkippen. Hat man überall einer. Ich meine, auf die
8000 klumpt's glaube ich jetzt nicht an. Schweinemast. Da lang. Dann bin ich auch einmal gespannt, ob die Schaufel funktioniert. Normalerweise Multifrucht setzt sich normalerweise, ich glaube, so wie ich das weiß, der Mod setzt sich dann in die Originalteile, glaube ich, drin, so wie ich weiß. Sehen wir gleich, ob er es aufnimmt. Ich hoffe es. Sonst haben wir gelost. Müssen wir gucken, wie wir es rauskriegen. Ja, nimmt's, Gott sei Dank. Gib mal Storen. Schöne, saubere Grumbeere. Ich meine, es gab hier extra so Mulde, wo dabei war für bei den Zusatzmods. Aber da wir noch kein Radlader oder irgendwas haben, brauchen wir die ja noch nicht. Also draus die Krummbeere gewischene, dann fahren wir die mal rüber an die nächste Station. Machen die Produktion in Betrieb, nehmen wir. Und zwar zum Dämpfer. Gucken wir uns mal da an. Rohstoffe, Wasser, Kartoffel, alles drin. Jetzt müsste es nochmal losgehen. Wir spulen einfach mal ganz kurz vor. Jawohl. Würde ich sagen, haben wir da gerade ein Bildchen von, sieht gut aus. Haben wir da gleich unser Thumbnail. Zurück. Wollen wir nicht hin. Da. So. Gut aus. Dann geht das Ammo vorwärts. Jetzt müssen wir mal gucken, ich kann sehen, dass wir das auch weitergeht. Jawohl, da geht auch alles schön weiter.
Ich auch sah, es läuft. Rubel Rolls. Allemo. Ja. Was mir dumm, die Schweine machst du, was mir dumm, schöne Sparfackel kriegen. Muss nur gucken, Kompost. Könnte man vielleicht auch mal Ball wegfahren. Na, da ist das Feld. Kompost. Ja, haben wir noch ein bisschen Luft noch, aber. Gut. Dann würde ich schon fast sagen, das war's für den Part. Ich werde jetzt mal noch zum Maschinenhändler fahren, werden sie Sämaschinen kaufen. Füll vielleicht noch ein bisschen Saatgut bei der Produktionshalle auf. Und dann würde ich sagen, sind wir raus aus dem Part. Bedanke mich beim Steffen für die Hilfe, bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.